Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend, liebe Kinder. Ja, heutzutage muss man davon ausgehen, dass ganz viele 2- bis 12-Jährige noch irgendeinen Bildschirm offen haben. Ha? Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade 5-Jährige gerne nach dem Tatort noch bei Comedy aus dem Labor hängen bleiben. Bevor sie dann nach Breaking Bad über dem offenen Facebook langsam am Wegschlummern sind und mit letzter Kraft ein WhatsApp schreiben an ihre Kollegen. Nein, im Ernst. Ganz viele Kinder haben heute ihr Handy direkt neben dem Kopfkissen liegen. Ich verstehe es, viele Eltern schätzen es einfach, wenn Kinder, auch wenn sie im Kinderzimmer sind, erreichbar bleiben. Die wissen zwar nicht, was sie machen, aber es gibt so ein schönes Gefühl von Nähe. Weißt du, von Verbundenheit, wenn alle online sind. He? Der Papi ist im Büro auf YouPorn. Und die Mami ist auf Zalando am Shoppen. He? Und der Kleine blast, also schiesst an einem virtuellen Söldner das Hirn aus der Birne. Wunderbar. He? Nein, hey, so geht's doch nicht. Eltern, Kinder brauchen Ritalin. Und ich. Ritual. Entschuldigung. Und das ist so einfach, das ist etwas, was man einfach jeden Tag ein bisschen macht. Oder? Die Mami könnte doch jeden Abend geschwind ein Schlafgut-SMS schicken. Oder wenigstens einen Link zu einer guten Nachtgeschichte oder so. Ja, du kannst auch mit deinen Kindern kommunizieren, wenn du keinen Draht zu ihnen hast. Verstehst du? Das machen ja die Eltern nicht anders. Der Vater schickt der Mutter ein SMS, sie soll am 10-Jährigen ein Mail machen, er hat sich noch nicht ins Doodle eingetragen für die Nacht. Ja? Der gemeinsame, weißt du, Quality Time, Frühling 15, sehen wir uns wieder mal, ist doch schön. Wenn Sie finden, es ist extrem, es geht noch viel extremer. Es gibt Eltern, die desinfizieren das Kinderzimmer, inklusive Kind, jeden Tag komplett einmal von oben bis unten. Wirklich. Oder? Und ich verstehe es. Selbstverständlich ist es schön fürs Kleine, wenn es sich wieder an die friedliche Zeit erinnert im Reagenzglas. Ja, und so ist auch die Chance da, dass der Junior eine anständige Allergie entwickelt. Nein, Kindsein ist doch so etwas Schönes. Oder? Mit Psychopharmaka zutrönt, im keimfreien Zimmer mit einem Helm auf dem Kopf, auf Facebook die Welt entdecken. Und darum alle 2-Jährigen, die jetzt zuschauen, gell? Geniessen das jetzt noch, gell? Ja, weil in einem halben Jahr geht der Ernst vom Leben los. Ja? Dann werden ihr abgeklärt, ob kindsgetauglich sind. Und wenn nicht, keine Panik, da gibt es dann Vorbereitungskürzel. Das Problem ist schon weit verbreitet, man hört es immer wieder. Jetzt ist Cherilyn schon 2,5 und immer noch nicht sozial kompetent. Und der Tamino kann immer noch nicht still sitzen. Und der Luca versteht kein Englisch mit fast 3. Hallo? Du geht's? Nein, so ist es doch. Und sind wir ehrlich, also. Lang könnt ihr nicht mehr rumblätterln, oder? Weil dann ist dann fertig mit Bildchen malen, singen und basteln. Dann kommt der Kinski. Dann geht es um Feinmotorik, Synapsenbildung, Lernkompetenz. Es geht um Sachen wie Selbstregulierung, Frustrationstoleranz. Gestritten wird auch nicht mehr, weil ich bin okay und du bist okay. Gell? Und jetzt geben wir euch die Hände. Gell? Weil in der Primar werden wir dann eh integriert. Das heisst ungefähr so viel, dass auch so nervig gesunde Kinder ohne Probleme irgendwo mitmachen können.